So, da sind wir wieder zurück, meine Lieben. Wir starten in die letzte Runde. Wir machen noch schön bis 23 Uhr noch ein bisschen, ne? Warum gibt es eigentlich keine Musik? Habe ich einfach vergessen. Deswegen nicht. Ich habe ein bisschen Zeitdruck gehabt. Ich habe ja mein Windows 11 wieder entfernt. Übrigens, danke erneut. Oh mein Gott, Schatz, muss unbedingt was essen. Warte mal, ich muss mich erstmal darum kümmern. Ich muss jetzt erstmal ein paar Mahlzeiten bauen. Eins, zwei, drei, vier. Ich koche jetzt erstmal. Natürlich koche ich wieder jetzt, wo Nacht wird. Und Schatz, haut sich erstmal rein. Oh, gehört euch erstmal rein, Leute. So. Dann holen wir erstmal das Twitch-Totem ab. So, jetzt ist dieses Twitch-Symbol gekommen, aber was bedeutet das? Eine Twitch. Ach, es gibt eine Twitch-Anhängerform, habe ich auch gehört. Es gibt exklusive Formen, die man nur bekommen kann, wenn man Twitch-Integration aktiviert hat. Das wäre jetzt das hier, das ist eine Twitch-Maus. Witzig. Dann erhalten wir mal eben hier den ganzen Glauben, der ist auch komplett voll. Muss alles weggeatmet werden. Und da muss ich offensichtlich unbedingt noch mehr Essen kochen. Wer hat denn hier noch so Hunger? Die pennen natürlich jetzt wieder alle. Übrigens habe ich rausgefunden, warum Schatz die ganze Zeit wach ist. Das liegt an dem Medaillon, das wir ihm gegeben haben. Ich weiß nicht, ob man ihm das wieder wegnehmen kann. Schlafen. Geh mal schlafen. Ah, guck mal, ich kann ihn schlafen schicken. Siehst du, bei ihm musste ich jetzt aufpassen. Deswegen pennt er nämlich nie. Deswegen war der auch der Einzige, der die ganze Nacht dann mit mir diese Betten durchgemäckelt hat. Weil er nicht pennen kann. Deswegen. So, ich sammle mal eben die Beeren. Morgen machen wir dann noch ein paar Mahlzeiten, damit der Rest das eben auch noch essen kann. Ich hoffe, die kotzen jetzt gleich nicht alle. So, und wir nutzen jetzt gleich mal den Moment. Ich hoffe, ihr seid alle wieder am Start. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt wegen der Musik, ich hatte Musik rausgesucht, die ist auch schon vorbereitet, aber ich habe es einfach gerade stumpf echt vergessen. So. Hier, jetzt geht's los. Seid ihr hier alle am Essen bitte, Leute? Ich habe da Essen hingelegt. Ich mache euch auch gerne noch ein paar weitere Mahlzeiten. Hier, eins, zwei, drei. Drei Bärenmahlzeiten eben noch. Könnt ihr euch mal alle gönnen. Und wir legen jetzt wieder los, meine Lieben, und werden nochmal wieder eine Twitch-Abstimmung starten. Bitte verschone mich. Definitiv. Macht euch bitte bereit. Wer kann, darf bitte gerne wieder mitmachen. Ich lege einfach mal los und okay, Sassy hat die Ziehung gewonnen. Ich habe keine Ahnung, warum. Sassy, ich glaube, dein Charakter ist jetzt reingeflogen. Gekommen. Du hast die Ziehung gewonnen und sofort einen Charakter erstellt und jetzt ist er da. Mal sehen, Achtung, wenn du das jetzt auch bist. Sassy darf beten. Farm bestellen, sehr schön. Tatsache, du hast ein bisschen länger gebraucht. Vielleicht kommt ja dann auch noch gleich als nächster Anhänger tatsächlich der Prinz Schöffel vielleicht. Kann ja sein, dass du gleich als nächstes kommst. Bin noch immer da, auch wenn du Papa Roach nicht so magst. Papa Roach höre ich tatsächlich nicht, nein. Hi, Sheldrick, was kann ich für dich tun? Anführer, es wäre so lustig, wenn wir von der Cross Streiche spielen würden. So wählerisches Essen sollte man mal... Nee, so wählerischen Essern sollte man mal etwas Code vorsetzen. Sheldrick, das kannst du doch nicht von mir verlangen. Ich kann doch von der Cross keinen Code... Keine Code-Mahlzeit... Das geht doch nicht. Annehmen. Von der Cross bist du gerade da? Nee, ne? So, warte, ich muss mir eben eine Code-Mahlzeit herstellen. Ey! Ich hab, glaube ich, eh keinen Code. Du hast, glaube ich, Glück. Doch, Code-Mahlzeit. Das geht wirklich. Ey, was ist denn los mit dem Game? Wie er auch sofort hinrennt. Der hat voll Bock drauf. Wie er einfach Bock hat. Alter, ohne Spaß, wie der auch einfach Bock hat. Der ist einfach von alleine dahin gerannt. Sorry, von Across, sorry. Ich kann nichts dafür. Er hat es einfach gewollt. Er hat es einfach gewollt. Und ich brauche leider, den Glauben. Wo ist Shedrick denn jetzt? Alter, wie mies, oder? Hat er dich einfach mal Kot essen lassen? Und ich habe mitgemacht. Wo ist er denn jetzt? Ich will die Belohnung einstreichen. Shedrick, Alter, was kacken, ne? Ja, überall kurz kacken.
Ach, Anführer, du bist so witzig. Wir haben so ein Glück, einen Anführer mit solch einem Sinn für Humor zu haben. Ich gehe jetzt kotzen. Ja. Verstehe ich. Ich würde jetzt auch kotzen gehen. Okay, sorry. Es war keine Absicht. Also nicht so wirklich. Was willst du denn jetzt schon wieder? Entschuldige, Anführer. Ich hätte gern ein paar Blumen aus dem Düsterholz-Dungeon, wenn du welche sammeln könntest. Ja. Kamille. 10 Stück. Kamelie. Ja, von mir aus. Bevor wir das aber machen, habe ich 10? Nee, müssen wir gleich machen. Wir müssen noch ein paar Betten bauen. So, warte mal. Wir brauchen noch einen Schlafplatz, aber wir sind wieder einer mehr geworden. Guck mal, hier sind zwei Leute befreundet. Ist ja witzig. So. Sie wackelt da jetzt auch rum, ey, ist so witzig. Witzig, aber ja, sorry, denn jetzt, weil alle, die gerade gewartet haben, ich konnte nichts dafür, dass das einfach sofort Fetzi genommen hat. Und meinte, ja, passt, ne? Warte, 3 Steine brauchen wir noch. Habt ihr ein bisschen was gelootet hier? Nee. Wir müssen mal irgendwie Steine kaputt hauen. Möglichst nicht so mega riesige. Hier kurz kotzen. Ah, von der Crossman, sorry. Ich wusste, dass es irgendjemand treffen wird, aber ich wusste nicht wen. Guck mal, aber Cedric ist auch am Kotzen, weil hier überall Scheiße rumliegt. Das finden die irgendwie nicht so gut. Ich habe so eine Ahnung, wer hier Durchfall und Kotzeritis hat. So, Leute. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Irgendwo gibt es auch eine Klingelbox, hat mir Schatz gesagt, wo die Leute dann Geld reinschmeißen. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Wir predigen jetzt erstmal. Erstmal eine kleine Predigt abhalten. Ganz entspannt. So, dann können wir die Krone mal upgraden. Ich kotze dir den Laden zu. Ja, zu Recht auch. So, warte mal, was haben wir denn da? Jenseits. Die Notwendigkeit des Opfers oder der Komfort des Jenseits. Wir können jetzt halt wieder sagen, es ist halt notwendig, dass man sich opfern muss. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Opfer. Glaube, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird, Alter, what the fuck? Oder Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Verlieren nur minus 5 statt minus 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Ich wiege sie lieber in dem Jenseitsglauben. Das ist mir angenehmer, ne? Diese Doktrine werden wir eben mal verkünden. So. Wisst ihr Bescheid, Leute, ne? So, du hast eine Doktrin verkündet, die deine Anhänger eine neue Eigenschaft verleihen. Diese Eigenschaft wird allen Kultmitgliedern zuteil und beeinflusst, wie ihr Glaube durch Ereignisse verändert wird. So, und da ich noch so ein Ding habe... Ah ne, ist eine Abklingzeit, alles klar. Okay, man kann nur einmal am Tag. So, Leute, weitermachen! Wir werden dann jetzt tatsächlich... Da ich jetzt keine Steine mehr habe... Ich habe noch eine göttliche Inspiration. Schön. Dann machen wir eben mal so eine Leichengrube noch, ne? Falls mal einer stirbt, dass wir den verbuddeln können. Kannst ja einen der random opfern. Oder Cedric. Wir gucken mal, was so noch weiter passiert, nicht wahr? Leute, wir gehen jetzt nochmal zurück in den Wald. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn man so einen alten Dungeon nochmal betritt. Weil ich da jetzt diese Blumen organisieren soll. Also gehen wir da mal rein. Ah, die erste Kette ist gerissen. Und wir dürfen jetzt in den nächsten Bereich. Geht's aber trotzdem nochmal erstmal in den Düsterholzwald und sammle halt diese Blumen, ne? Moin! Die Winde des Wandels wehen. Spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrten sie unbeweglich. Unbewegte Jahrhunderte setzten Rost an. Nun ist Leshy gefallen und jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht von Neuem. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Also die Gegner werden stärker. Die Gegner in Düsterholz sind stärker geworden. Okay. Panzerhandschuhe des Sturms. Ein Handschuhpaar mit tödlichen Stacheln. Anfänglich schwach, aber kann nach einer abgeschlossenen Kombination vernichtend. Okay. Und Ikor-Auswurf. Zum Ziel gedrückt halten. Ein Projektil, das schwarzen Ikor versprüht. Ich sehe schon auf jeden Fall vorne Cross. Du und Cedric werden keine Freude mehr. Da wird eine Feder entstehen.
Ich bin mal gespannt, wann du dich rächen wirst. Im Game. Nur eine Frage der Zeit. Oh je, Krallen sind aber nicht so meine Welt. Oh, ich wurde schon getroffen. Oh, scheiße, Leute. Vielleicht finden wir jetzt mal raus, was passiert, wenn man stirbt. Oh. Das würde mich schon noch interessieren, irgendwie auch. Tatsächlich. Okay. Ist dieses Glöckchen nicht einfach nur süß? Oh je. Yeah. Oh nein. Ich hab mal so einen Ico-Auswurf gemacht, einfach nur weil ich wissen wollte, was da passiert. Guck mal, wie wenig Schaden diese Kralle macht. Das ist ja lächerlich. Hart lächerlich. Gottes Willen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich werde draufgehen. Ich werde einfach draufgehen. Oh Gott. Ey, wir machen ja gar keinen Damage, Mann. Okay, ich könnte etwas Health gebrauchen. Dankeschön, dankeschön. Also das, also die Krallen und ich so, das harmoniert nicht. Das harmoniert einfach nicht. Ich sag's euch. Ich bin geduldig. Meine Rache kann dauern, aber dafür ist sie gnadenlos. Ich sehe schon, dass wir ihn irgendwann opfern werden, ne? Aber dann kann er sich wieder einen neuen Charakter machen. Ist doch nochmal die Spuckidioten. Was soll das? Oh Mann, nein. Das Spiel hat nicht gelogen. Wenn man nochmal wieder in den Wald reingeht, ist echt scheiße hier. Gib mir mal eine ordentliche Waffe, bitte. Das nervt. Voll am Nerven, Alter. Die Krallen schwach sind, wurden ja... Ja, haben sie ja gesagt, dass sie schwach sind. Die werden mit der Zeit wohl stärker, aber... Oh mein Gott, was ist er denn? Okay, ich weiß nicht, was der macht. Oh! Gottes Willen. Okay, er holt auch noch Leute dazu. Nice. Oh Gottes Willen. Cool, cool. Du, 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 du. Hi. Eine Unsterblichkeitskarte wäre sehr angenehm. Hast du sowas im Angebot? Oh ja, zusätzliches Leben. Reduzieren sich die Lebensenergie auf irgendwas? Ja, nee, komm. Irgendwas. Gegen die Ziehung kommst du nicht an. Genauso gut könntest du dich mit dem Ozean anlegen. Das habe ich doch schon mal gehört, mein Freund. Hier geht's weiter. Noch mehr Held, guck mal. Das Spiel merkt schon, wenn man dumm ist. So, allgemeiner Waffenschaden erhöht sich. Das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Und 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen. Auch das kann ich gebrauchen. So. Gibt es hier irgendwo einen Weg, wo man nochmal wieder einen Gläubigen bekommt? Da. Dann gehen wir mal hier lang. Einfach nur, weil ich euch nochmal einen Gläubigen organisieren will. Damit wir einmal nochmal so eine Abstimmung machen können, okay? Für alle, die hier doch so eisern durchhalten, ich wünsche, würde euch das schon noch gerne nochmal gönnen. Außerdem finde ich es halt witzig, Mann. Oh, hacken. Man kann auch hier on the way kann man hacken. Und danke auf jeden Fall an alle, die so fleißig das Totem füllen. Wirklich nice. Die Krallen sind echt scheiße, aber ich kriege nicht mal dieses Haus richtig kaputt. Katastrophe. So. Weiter geht's. Wer bist du? Ich mache hier erstmal alles kaputt. Hi! Hey du! Ich hab von dir gehört. Du bist der Anführer von diesem Kult. Wenn du was springen lässt, bin ich vielleicht in der Lage, die Loyalität eines deiner Anhänger zu erhöhen. Was heißt denn was springen lassen? Shedrick ist gut dabei. Schatzi ist auch gut dabei, aber ist schon wieder Hunger. Natürlich hat er wieder Hunger. Von der Cross ist auch gut dabei. Sassy ist noch nicht so gut dabei. Wie viel denn? Was habe ich jetzt springen lassen? Bitte sehr, die Fröhlichkeit selbst. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt habe ihm gegeben. Hat das da irgendwo? So, hier bitte hin. Wir haben beide sogar noch nicht genug Blumen eingesammelt. Oh, lass das sein, lass das sein. Ich habe ihn auf seinen eigenen Knochen geprügelt, Alter. Paul Hul, Grüße gehen raus. Dich habe ich doch schon mal gesehen irgendwo, mein Freund. Wenn du Glück hast, kannst du dich gleich noch meinem Kult anschließen. Wir machen gleich noch mal so eine Ziehung. Oh, Leute.
Na, ein so letzter Mohikaner ist ja noch am Start, Alter. So. Was hat er denn da auf dem Schädel, Junge? Naja, gleich muss mich erstmal hier um das Gemüse kümmern, dann bist du dran, Junge. So. Hallöchen, Hallöchen. Hau rein, Bruder, hau rein. Anhänger wartet auf Indoktrination. Wir haben jetzt 6 von 10 Blumen gesammelt. Ich weiß nicht, ob wir da noch voll kriegen. Ich sehe das irgendwie nicht mehr so. Kann man jetzt was machen? Ja, gleich. Dauert noch einen Moment. Also wir haben gleich wieder mal hier so eine Möglichkeit, dass man... Also zum einen kannst du dieses Totem mit diesen Kanalpunkten füllen. Normalerweise gibt es auch die Möglichkeit, dass man Buffs oder Debuffs dem Spieler geben kann. Aber die Funktion haben die aktuell deaktiviert. Deswegen geht das leider aktuell nicht. Und man kann, wenn man gezogen wird... Okay, what the fuck? Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe. Soll ich da mal reingehen? Keine Ahnung. Das ist bestimmt nichts Gutes, was ich jetzt erzeugt habe. Ich weiß es nicht. Wenn du bei der Ziehung gezogen werden solltest gleich, kannst du einen Charakter erstellen, der dann hier als Anhänger bei mir im Kult am Start ist. Ach, ich kann den jetzt einfach nochmal bekämpfen. Kann das sein? Ah, ich kann jetzt den Endbosskampf nochmal machen. Ja, sowas Schönes. Da freue ich mich ja, dass ich das jetzt nochmal gemacht habe. Toll. Gut, mal sehen, ob der jetzt noch schlimmer wird oder ob wir, ne? Hallo. Oh, und ich habe diese scheiß Krallen. Leute, das wird lustig. Ich sehe uns sterben. Oh mein Gott. Geht mir mal nicht auf den Piss hier. Ja. Immer entspannt bleiben, Bruder. Oh, was ist denn hier los? Ja. Hat Kopfschmerzen, Alter. Wäre ein bisschen ein Abfuck, viele Gegner drumherum, so. Gefühlt so. Ja, hallo, ist doch gar kein Problem. Nicht zu viel ignorieren, von der Cross läuft. Man muss es einfach nur wollen. Fester als Knochen. Wir haben einen Steinwall bekommen. Noch mehr Dekoration, nicht wahr? Und wie kriegt man diese Kanalpunkte? Ja, durch Zuschauen. Du musst hier ein bisschen sklavisch einfach immer gucken. Und dann sammelst du die langsam an. Und bei mir im Stream war es bis jetzt eigentlich nicht möglich, die für irgendetwas auszugeben. Das ist heute das erste Mal. Deswegen haben die regulären Zuschauer, die immer hier treu am Start sind, Tonnen davon angehäuft. Also wirklich Unmengen davon. Unmengen. So, Leute. Jetzt ist gleich wieder soweit. Aber hier, wenn du die Charaktererstellung gleich mitmachen willst, mit Glück, die ist ohne Punkte. Das geht random. Da wird einfach nur ausgewürfelt, wer es bekommt. Das machen wir jetzt gleich wieder. So. Du siehst mich hier in Ketten zu einem Nichts verkümmert, aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Ja, so angegammelt sieht er ja noch gar nicht aus. Jeder der 4 Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte die Bischöfe und du sprengst die Kette. Zerstöre alle 4 und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß, und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Ja, sorry, ich wollte die Blumen einsammeln, weißt du? Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Oh, ich darf jetzt Leute opfern, na nice. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufe sind bei Opferungen wertvoller. Ja gut. Wir haben da ja schon so ein Opfer. Er hatte vorhin jemanden Kot essen lassen, vielleicht. Da muss Chatrix sich nächstes Mal wieder als neu hinzufügen. Müsste mal dann gucken, ob man sich dann nochmal dem Kult anschließen kann, ne? So, Leute. Jetzt machen wir erstmal hier das Twitch-Totem leer. Mal gucken, was abgeht. Wir bekommen etwas Fleisch. Nice. Dann sammeln wir mal den Glauben ein.
So. Dann werden wir da mal ein neues Gebäude freischalten. Leichengrube haben wir ja jetzt schon. Das ist ja schön. Opferstatue. Was haben wir hier noch? Missionar. Schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren und Nahrung, Holzstein und oder Gold zu sammeln. Nun, falls sie es lieber nicht zurückschaffen. Ah, die können dabei auch sterben. Ja, man muss auch mal Opfer bringen, ne? So, okay. Dämonenbeschwörung. Ich würde Shedrick erstmal lassen, ganz so macht das keinen Spaß. Nee, er muss ja auch dann dabei sein, wenn er geopfert wird, so ist es nicht. So Leute, macht euch bereit, wer nochmal Bock hat, sein Glück zu versuchen, wir werden es jetzt nochmal wieder machen. Bitte verschone mich. Bitte begebt euch vor eure Empfangsgeräte. Wir starten die an. Ich hoffe, es kann natürlich sein, wenn wir Pech haben, dass jetzt sofort, wenn ich das drücke, der gute... Mann, was ist denn los mit mir? Na, du weißt schon. Ich bin einfach fertig. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich mach mal. Ziehung starten. Nein, es wird eine echte Ziehung. Los geht's. Einen Teilnehmer haben wir schon mal. Ich bin gespannt. Ich warte mal ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wer noch alles kann. Denkt dran, die, die es schon haben, ihr dürft nicht nochmal. Das klappt leider nicht. Zwei Teilnehmer. Geht wahrscheinlich, wie gesagt, nur bei Leuten, die am PC sitzen. Ich weiß nicht, ob das auf Xbox, Handy und Co. funktioniert. Theoretisch eigentlich... Ja, ich weiß halt nicht, wie sie es programmiert haben. Kann sein, dass das wirklich nur am PC geht. Wir warten noch einen kurzen Moment ab und dann drücken wir mal. Paul, ist bei dir irgendwas angekommen? Bei dir müsste da unten so ein Button auftauchen. Ich möchte dem Kult beitreten und dann musst du Ja drücken. Aber das passiert irgendwie nicht bei allen. Löp, sehr gut. Dann würde ich sagen, Ziehungen beenden oder was? Ich warte noch einen kurzen Moment. Aber ich glaube, es waren eh nur noch 2 bis 3 Leute da, die das können. Beim Rest geht's irgendwie eh nicht. Dann sage ich jetzt mal Ziehung beenden. Der Prinz hat gewonnen. Ja, Prinz, dann gib alles. Muss nur noch das Glück löppen. Denk dran, am Ende ganz oft auf Weiter drücken. Wenn du Glück hast, Paul, wir sind noch 15 Minuten am Start. Wenn du Glück hast, finde ich noch einen weiteren. Du bist, glaube ich, der Einzige, der jetzt noch kann. Dann wird's auf jeden Fall du werden. Mal sehen. Ja, siehste Prinz, hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Habe ich noch einen zweiten gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr. So, du kannst, was kannst du denn mal machen? Auch beten. Erstmal beten, beten ist wichtig. Alter, das Twitching ist schon wieder voll. Leute, was ist denn los bei euch? Krass. Paul. Verstehst du, das ist Paul. Für mich. Persönlich. Das kann man so aussprechen, weißt du? Paul. Paul. So. Okay, warte mal. Ich habe leider keinen mehr. Ich würde sagen, ich guck mal kurz, wie es ums Essen steht. Dann mache ich kurz Essen, dann machen wir noch einen Run. Dass wir vielleicht für Paul auch noch einen Anhänger finden können. Machen wir mal so ein bisschen von allem. Auf das ihr was essen könnt hier. Ne? Ich will ja nicht, dass ihr verhungert, ne? Kochen. Zack, 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 zack. So ordentlich rein ins Gesicht, Arschloch, drücken. Ich gehe dann erstmal nochmal Kacke einsammeln, wa? Ich musste auf Abbrechen klicken, okay? Naja. Hauptsache, es läuft am Ende, ne? Hat ja geklappt. So. Ist hier noch mehr Scheiße am Start? Guck mal, jetzt haben wir Sassy schon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute sind schon mit dabei. Nice, was ist hier los? Loyalitätsbelohnung. War das die Blumen oder was? Nee, Blumen haben wir noch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal in den Düsterwald, weil wir nochmal Blumen organisieren müssen. Würde ich sagen, guter Plan, oder? So, warte, bevor die alle abhauen, einmal kurz nochmal eine Predigt halten. Kommt mal alle ran, Leute, bevor ihr pennen geht. Oben rechts war noch Kot. Ja, geil. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir füllen erstmal das auf. Auf deinen Kreuzzügen tauchen 3 neue Flüche auf, gerne. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 12 Minuten? Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, Leute. Wir müssen ein bisschen Gas geben. So, hier. Bop, 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 bop. Yo. Und...
Krone einmal upgraden. Wir waren halt echt fleißig, deswegen hier geht gerade einiges, ne? Würde ich sagen, Richtung Arbeiten und Beten. Was macht einen tugendhaften Anhänger aus? Gläubig. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glauben. Sie erzeugen mehr Glauben oder Arbeitstempo. Arbeitstempo. Ich will, dass ihr fleißig seid, Leute. Ihr müsst ein bisschen Leistung bringen. Weißt du, Glauben haben wir aktuell gar kein Problem mit, aber Arbeit, Leute. Die Arbeit, ne? Das muss laufen. So. Und können wir noch ein Ritual machen? Oh, opfern. Nee, das machen wir noch nicht. Das Opfern heben wir uns mal noch auf, ja? Okay, so. Let's go. Ich mache so eine schnelle Runde in den Wald und dann ist wahrscheinlich für heute auch erstmal Ende Gelände. Dann machen wir noch eine so eine Ziehung nochmal. Und dann soll es das für heute auch erstmal gewesen sein. Wir werden aber nochmal eine zweite Runde definitiv machen. Ich brauche noch mehr Anhänger von euch. Ne? Eine hat kein Bett. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Sassy Neon hat etwas Kot gegessen. Sassy, ich hoffe, es hat dir gemundet. Lass dir schmecken, ne? Los, Alter. Klinge des Kreuzfahrers, Leute. Doch nicht er schon wieder. Nein, 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 nein. Geh weg. Dein Wahnsinnigen. Was ist denn hier für ein Stress am Start? Das Stecken, Bruder. Okay. Sassy, richtig, so richtig schön Kot-Sommelier, ne? Das muss knacken beim Essen, ne? Das muss so richtig crunchen. Ein paar harte Stücke müssen noch drinne sein, sonst schmeckt das nicht. Du musst dich halt echt fragen, wer von den Entwicklern hat da so einen Kot-Fetisch? Irgendeiner muss ja so einen Fetisch haben, anders kommst du auf so eine Idee ja gar nicht. So. Wir haben alle Blumen gesammelt. Siehst du, haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und nächstes Mal können wir dann endlich mal ins neue Gebiet gehen, wa? Hab ich ja gedacht, wir können gemeinsam nochmal das andere Gebiet uns anschauen, aber dann machen wir das nächstes Mal. Nee, 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 nee. Mal schön stecken, Bruder. Oh, ich wurde getroffen. Ihr kleinen Muschi-Männers. Ich könnte wieder Hells gebrauchen. Geht ran. Gehen wir erstmal hier lang. Hoffen wir auf den Tarotkartenmann. Okay. Oh nein, meine Lieblinge sind da. Die Kotzenden. Oh, wie ich euch hasse, Mann. Den habe ich einfach aus dem Leben geprügelt, weißt du? Damit so die Innereien müssen aus deinem Körper rausfallen. Und dann läuft es erst. Oh. Halbes Herz, Ehre. Können wir mitarbeiten. Wir gehen nochmal kurz zurück und dann nach oben, weil das sieht so aus, als könnte da noch was Wichtiges sein. Guck mal, der Kartenmann, war doch klar. Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Gerne. Giftschaden ist immer gern gesehen. Ja, 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 ja. Was auch immer du sagst. Was hat Sassy wieder rausgehauen? Muss ich bezüglich Internet mal wieder eine Woche warten? Ich bin verwirrt. Ist Sassy nicht mehr da? Ich hab das wieder nicht gemerkt. Irgendjemand ist schlafen gegangen, vielleicht ist sie schon pennen gegangen. Ein dekoratives Beet aus Kamelienblumen. Schön. Deko hatten wir noch gar keine Zeit zu. Wir müssen erstmal Basics schaffen, ne? Bevor wir uns dann um die Deko kümmern können. Erst die Basics. So, gibt's hier irgendwo Anhänger? Guck mal da. Paul, wir arbeiten uns vor. Doch, Sassy ist noch da. Sie hat sich einfach nur geschämt. Ah, man kann das auch kaputt hauen, dann bekommt man auch Beeren. Schön. Der Prinz redet einfach mal wieder wirr. Hätte ich mit rechnen müssen. So, dann gehen wir hier mal waffenmäßig weiter. Und dann kommt gleich nochmal ein Anhänger, Leute. Dann haben wir noch eine Ziehung, haben wir dann noch. Und dann hauen wir in den Sack. Ich hatte Internetunterbrechung. Ach so. Sag das doch, Prinz. Sag das doch. Sassy hat Kot gegessen. Das war das, was uns ein bisschen schockiert hat. Und sie hat es aus freien Stücken von ganz alleine gemacht. Sie wollte einfach mal wissen, wie es schmeckt. Scheinbar nicht so gut. Hat's denn gemundet? Erst die Frage, ne? Hallo.
Ich hasse euch. Ich hasse die Biester wirklich. Die nerven mega ab. Was geht ab? Hört auf, mich hier voll zu kotzen, Leute. Erst dich. Und dann ihn hier. So ist fein. Okay, dann gehen wir erstmal unten links. Oh, wie voll ist das denn hier? Was ist jetzt los? Das ist neu. Das ist neu. Okay, kotzende Viecher, die so scheiße kotzen, ist neu. Meine Fresse. Es ist einfach zu spät für so eine Hektik, Mann. Oh nein, ich bin in die Gegner reingerollt. Leroy, Roy. Hells wäre mal nice. Gib mal Hells. Ich glaube, ich kann heute nicht mehr schlafen, du. Voll lauter Aufregung. Dann vielleicht ein Glas Wasser, bevor du dehydrierst. Salziger als erwartet. Alter, nein, Leute, Mann. Die Frage ist halt, auf wessen Kot hast du gegessen? Oh nein! Ich werde noch sterben, Leute, Alter. Ich werde noch draufgehen. Ich werde noch draufgehen, dann haben wir das wenigstens auch nochmal gesehen. Bis jetzt todesfrei. Ich finde, wir sollten das schon nochmal einfach nur aus Neugierde mal rausfinden, was passiert. Vielleicht ist es gleich soweit. Ich bin immer schon rot am Blinken hier. Oh, die sind aber nur am Rumspringen hier, die Dullis. Hält, hält, hält. Yo. Game ist nett. Game ist nett und merkt, da ist einer am Struggeln. Da braucht man ein bisschen Hells, ne? Cool. Kato, Kartenmann. Noch mehr Hells. Ehre. Da ist noch ein Raum offen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz gucken. Wir haben ja noch 5 Minuten haben wir noch. Komm, das schaffe ich noch. Dann noch die Ziehung und dann machen wir Schicht für heute. Okay. Kartenmann, war klar. Nee, nicht Kartenmann. Hi, was bist du für einer? Tritt vor, Bestie, aus den wirbelnden Nebeln des Chaos, die uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten. Hör auf, mich hier anzustarren. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trügen. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, die sie führt, um Gegner zu töten, um die Ehre zu verteidigen und Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser eisernen Werkstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögest du sie mit Geschick führen, verheißender Befreier. Göttliche Explosion, tückisches Schwert. Geilo, das nehmen wir. Dankeschön. Das hat sich nochmal gelohnt, das Backtracken. Wessen Kult? Naja, es ist dein Kult. Ja, aber ich habe noch nicht auf den Boden geschissen, ne? Das machen die anderen ja immer. Die kotzen auch alle fleißig dahin. Ich muss ja mal nach euch aufwischen. Ich bin ja nur am Putzen da. So, bitte jetzt eben den Anhänger und dann können wir es auch mal langsam Schicht in Schacht machen, ne? Oh, ist das ein Red Panda? Sehe ich das recht, dass das ein Red Panda ist? Scheiße ich mich gleich ein, weil es ein Red Panda ist und freue mich. Oh mein Gott, ich wurde getroffen. Nee, doch nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Ich bin zu aufgeregt. Oh mein Gott. Hör auf! Lass das sein! Junge. Ach, da unten können wir mal auf dem Boden sehen, wie viele Wellen das sind. Das wird durch die Steine da angezeigt, die dann leuchten. Cool. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh Gott. Es wird eng, meine Lieben! Mal wenigstens den Typen noch eingesammelt, ne? Das ist ein Red Panda. Hi! Ich bin fast tot, aber dich retten wir noch, ne? So, Leute, also einmal, Wetten ist auf jeden Fall noch drin. Ich glaube, auch wenn man stirbt, bleibt das trotzdem. Also, nur für den Fall, weil wir haben nur noch ein Herz und, na? Ne? Es ist spät und so, es ist alles möglich. Moin. Komm, gib mir doch nochmal ein so ein Herz, Mann. Ein so ein Kackherz. Nee, kein Kackherz für mich, einfach nur Endboss. Oh Gott, was ist denn das für eine Scheißbumserei hier? Okay, ich sehe es jetzt nicht unbedingt. Aber du, kann ja noch werden, ne? Um Gottes Willen, was ist denn hier für ein Abfuck am Start? Oh mein Gott.
Hallo. Oh, jetzt kommt noch so ein großes Ding. Oh mein Gott. Halbes Herz noch, halbes Herz noch. Wir sind am Bluten. Oh, scheiße, Bruder. Was geht denn hier ab? Komm, die einfach. Ja! Nee, ich hätte einfach nur gern Held. Ernsthaft, einfach nur Held. Würde mir reichen. Mehr brauche ich gar nicht. Items brauche ich nicht. Das da, die Tentakel brauchen wir auch nicht, nee. Mm-mm. Wir brauchen einfach nur Helds. Oh nein, oh Gott, Willen. Ich sehe uns sterben. Ich sehe uns jetzt sterben. Es ist soweit. Das Ende naht. Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Schon. Es ist einfach der Abfuck. Es ist einfach der absolute Abfuck. Wir leben noch. Und ein halbes Herz. Genau so lobe ich mir das. Ich hätte noch gern ein ganz zweiteres dazu gehabt. Das wäre schon in Ordnung gewesen, oder? Alter, was geht denn ab? Hi, nee. Diese tückischen Panzerhandschuhe lasse ich nicht. Gewährt die Chance, Angriffsgegner. Nee. Auch wenn die krasser aussieht. Ich nehme mal hier die Explosion. Tatsächlich. Danke. Ein Herz noch, Leute. Wird spannend. Oh nee, noch ein Raum. Ich dachte, hier wäre jetzt mal endlich Endboss angesagt. Oh nein! Oh Gott! Herz, 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 Herz. Kein Herz. Halbes Herz. Oh Gott. Ja, mal sehen. Ich habe da immer noch ein gutes Gefühl. Folge Agars. Mal sehen, was der macht. Okay, oh mein Gott. Den kennen wir dann auch noch nicht. Das macht das noch spannender. Oh, was ist das? Was macht der? Was macht der? Oh nein, er spawnt Leute. Oh Gottes Willen. Ja, okay, Leute. Ich habe da ungute Gefühle. Da bin ich ehrlich. Alter, was ist das für ein Abfuck? Ich hätte halt gerne noch wenigstens ein Herz mehr. Oh, Herzen. Geil. Hallo. Cool, moin. Oh, scheiße. Oh, ich habe den Pfeil nicht gesehen. Ne, ich brauche noch nicht noch mehr Gegner. Das ist doch nicht dein fuckiger Ernst. Alter, was ist denn los? Okay, Leute. Ich will nichts sagen, ne? Aber... Oh. Es ist passiert. Wir sind zum Märtyrer geworden. Ey, aber wir haben noch lange durchgehalten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann wissen wir jetzt auch mal, was passiert, wenn man stirbt. Wir bekommen weniger Gegenstände, wir verlieren Gegenstände. Und ich hoffe aber, wir haben den Typen noch am Start, weil ich will einmal mit euch jetzt noch diese Abstimmungskiste machen. Was sagt er denn jetzt? Oh mein Gott. Fürchte dich nicht, denn du bist mein auserwähltes Gefäß und der Tod kann dich nicht aufhalten. Wir sind ja auch schon tot. Ne? Du bist eher von der Bombe getroffen worden, nicht vom Gegner. Ich werde es nicht zulassen, dass du... Denn du bist mir noch von Nutzen. Nimm, was du gesammelt hast, baue den Kult auf und stärke ihn. So gewinnt man Macht. Mache unverdrossen weiter. Jedes Mal, wenn du fällst, erhebst du dich stärker als zuvor. Ja, Fuchstod 1. Ich habe gar keinen Counter eingebaut. Hätte ich jetzt auch einfach aufgehört, pünktlich, wie gedacht, wäre ich auch nicht gestorben. So, Leute, aber wir gucken jetzt mal mit etwas Glück. Erstmal habt ihr das Twitch-Ding nochmal voll gemacht. Das werden wir jetzt erstmal gönnen. Oh, sagt bloß, da ist jetzt keiner. Doch, der ist da. Leute, er ist da. Gib etwas Essen. So. Und ihr macht euch jetzt bitte nochmal bereit. Einmal dürfen wir nochmal. Einmal dürfen wir nochmal. So. Wer möchte Red Panda werden? Macht euch bitte bereit. Wir haben ein Achievement bekommen. Schön, es ist hinter mir gespawnt. Wir legen los. Wer noch nicht hat und nochmal möchte, jetzt geht es ab. Prinz Alter, jetzt bist du zweimal drin. Wie soll das gehen? Nee, das geht nicht. Das muss ich... Du bist jetzt zweimal am Start. So viel zu dem Thema. Jetzt bin ich gespannt, was das Game macht, weil du kannst ja nur einmal da sein, aber du bist jetzt zweimal da. Du bist offiziell zweimal da. Aber er hat das gemerkt. Nee, doch hier, Prinz Schöffel und nochmal Prinz Schöffel. Du hast es geschafft, dich zweimal ins Game zu bringen, obwohl man nur einmal drin sein kann. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Das heißt, alle, die jetzt noch gewartet haben, sich gefreut haben, sorry, aber das ist noch ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, wir kümmern uns. Von der Cross möchte etwas. Komm, wir gucken mal noch, was er will. Komm, schau mal,
Diese ganze Chaos hat mich krank gemacht. Wenn ich mich nicht ausruhen darf, werde ich sicher sterben. Um Gottes Willen. Oh Gott, er ist am Kotzen. Komm mal ran. Ich möchte bitte... Was ist jetzt passiert? Ach, ich habe nicht gesegnet. Ist auch gut. Er ist am Kotzen, aber erstmal segnen. Bitte ausruhen. Bettruhe, sofort. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Ja, geil. Leute, sorry. Ne? Nächstes Mal, dann geht's wieder die Chance. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier erstmal einen Break. Ich sammle, werden wir so ein bisschen abmoderieren, eben noch die ganze Kacke hier ein. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen. Paul Huhl, wenn du Glück hast, dann nächstes Mal nochmal. Ne? Sorry, konnte ich nicht ahnen, dass das verbuggt ist und er einfach... Also normalerweise kann jeder nur einmal, aber der Prinz hat es geschafft, sich zweimal ins Game zu bringen. Auch mal nicht schlecht. Ja. Mir war es wieder eine Freude. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns gerne, wenn ihr möchtet, nächsten Mittwoch wieder. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal eine Runde dieses Game einfließen lassen. Mit Glück gehen bis dahin die Buffs und Debuffs wieder. Dann wird es noch ein bisschen spannender. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand das mit der Integration mal richtig witzig. Das ist mal was anderes. Und nächstes Mal machen wir dann aber auch Main Story weiter, dass wir dann auch mit dem nächsten Dungeon anfangen. Da wird es auch nicht so ganz krass, weil wir jetzt halt den... Wir haben quasi gerade New Game Plus vom alten Dungeon gemacht. Deswegen bummst der so extrem rein. Der neue wird nicht ganz so schlimm werden. Judy, Leute... Haut rein, kommt gut zu liegen. Wir sehen uns gerne nächsten Mittwoch wieder. Und ja, habt noch eine schöne Restwoche. Euch noch viel Spaß beim Daddeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski, nicht? Ist das nicht ein schöner Anblick? Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi, Kowski, euer Blaufuchs. Haut rein, bis dann. Tschüss.